miteinander. Also, heute erkläre ich einmal den Sport Hornussen, weil ich habe auch keine Ahnung hatte im Vorfeld von dieser Reportage. Und darum musste ich mich auch schnell einlesen. Und das nehme ich euch jetzt gerade mit. Hornussen ist eine Schweizer Mannschaftssportart. Es ist ein Werf- und Fangsport und ist einer der drei grossen Schweizer Mannschaftssportarten. Seinen Namen hat er von der Kunststoffscheibe, wo dort geworfen wird, die sogenannte Hornuss oder Nuss. Und die nimmt man so, weil sie beim Fliegen so ähnlich tönt wie ein Horn ist. Man probiert so weit wie möglich zu schlagen und das Gegnerteam versucht dann mit Auffangschaufeln oder Schindeln zu stoppen, also zu fangen. Und wenn sie das schaffen, dann gibt es einen Punkt für sie. Wie bei jedem anderen Sport gibt es da auch sehr viele Begriffe, die ihr nachher werden hören bei den Interviews. Und darum erkläre ich dir mal schnell. Also gibt es zum Beispiel, es gibt das Reis. Das Reis hat zwei Begrifflichkeiten. Und zwar ist es erstens mal das trapezförmige Spielfeld. Das ist 200 Meter lang und in dem Bereich sollte eigentlich die Nuss landen. Die beginnt erst nach 100 Meter und geht bis 300 Meter. Und es gibt, ich habe mir schon sagen lassen, dass es bei den besseren Spielern auch mal über 300 Meter gehen kann. Abschlagort. Und die zweite Begrifflichkeit, die der hat, ist das Punktetotal nach den einzelnen Streich. Da kommen wir auch schon zum zweiten, was ich erklären muss, Streich. Und zwar, Streich ist ein einzelner Schlag, also ein Abschlag. Da gibt es Zieli, das ist eine Markierungstafel am Spielfeldrand. Zieli sind Spielweltbegrenzungen, aber man sieht auch, wie weit das denn geschlagen worden ist. Das sind es immer in 10 Meter Schritt, also 1 ist 10 Meter, 2 ist 20 Meter, 3 ist 30 Meter und so weiter und so fort. Dann gibt es eben die Schindel, die ich schon geredet habe darüber. Das ist sozusagen das Auffang, die Auffangschaufel. Schaut aus wie eine Bäckereischaufel oder vielleicht eine Pizzaschaufel, wenn man das schon mal gesehen hat. Die Nuss muss nicht auf der Schindel bleiben. Also wenn man sie abfängt, noch schon mit der Schindel, dann langt das schon. Die Schindel sind immer aus Holz, weil Kunststoffschindel sind noch nicht im Training oder bei Wettspiel zugelassen. Dann gibt es das Abtun. Das ist eben das Stoppen vom anfliegenden Nuss mit der Schindel. Da haben wir schon drei Sachen gelernt, die man jetzt schon benutzen kann. Ich hoffe, mit diesem Begriff konnte ich auch schon einiges mehr anfangen, weil ich habe am Anfang keine Ahnung davon gehabt. Aber es ist ein sehr faszinierender Sport, muss ich sagen, wo einiges abverlangt wird und auch sehr spannend ist zum Zuschauen. Ich hoffe, es gefällt euch auch so gut wie mir. Viel Spaß dabei! Hallo, ich bin der Martin vom TV Rheintal, Servus. Mit der Frosch, ja. Schön, dich zu sehen. Hallo Frosch, Servus. Ja, coole Sache habt ihr hier. Ihr habt heute Hornussen eingeführt im Wall. Genau. Die Wallensee in der Nähe hier angesiedelt. Das ist jetzt auch nicht etwas Alltägliches. Nein, wir haben das mal so in einer Nacht- und Nebelaktion. Zu später Stunde haben wir mit einem Kollegen, der Hornussen tut im Bernbiet. Ja. Haben wir so nach dem zweiten, dritten Bierli haben wir dann das mal eingefärbt. Das letzte Jahr zuerst mal gemacht. Ist denn er in einem Verein gewesen? Oder? Er ist in dem Verein mit der Weil. Das ist ja genau der Wagen, wo wir so stehen. Mhm. Hört innen da hin. Ja. Und er hat gesagt, ja, wir müssen es einfach früh machen. Ja. Im Frühling, oder? Ja. Also bevor der Frühlingsanfang ist. Weil bei ihnen geht die Saison sehr früh los. Mhm. Ja, so hat sich das ergeben. Und jetzt haben wir es bereits zum zweiten Mal. Das letzte Jahr war so ein Erfolg von den Leuten her, oder? Wir sind überrennt worden, wenn ich gehört habe. Absolut überrennt worden. Es war so lässig. Ja. Darum haben wir am Morgen so ein gutes Rahmenprogramm dazu gemacht. Also wenn ich Sie im Winter richtig verstanden, ist es ja so, dass Sie eigentlich ein Trainingscamp haben. Genau. Und Sie zeigen einfach den Leuten, den geht ohne, wie das Hornussen funktioniert. Genau, also jetzt heute machen Sie gegeneinander. Mhm. Das Training miteinander und morgen gibt es einen Wettkampf. Ja. Heute ist dann Freitag für unsere Zuseherinnen und Zuseher. Freitag, ja. Genau. Genau, Freitag jetzt der Vortag, weil morgen ist eben das grosse Hornussenfest hier, genau. Sozusagen. Und das ist eine super Sache. Wir haben ja auch noch hier mit dem Zimmer gespannt mit verschiedenen kulinarischen, genau, Anbietern hier. Und also, bieten einiges da. Ja, das Gremium ist, also wir im Vorstand sind 5 Beizer und ich als Berufsfischer neutral, oder? Ja. Da habe ich natürlich immer so das Präsidium übernehmen. Zuliefer. Ist ja klar, oder? Aber es ist auch schön zum Zusammenarbeiten mit 5 Beizern, oder? Da weiss jeder genau, was so ein Anlass braucht.
Und das Material ist ganz schnell und dann sind wir da. Also wir haben viele andere unkomplizierte Menschen gefunden, die da mitmachen. Genau. In dem genau. Sinn. Und so ist das schon gekommen. Ja, und das Ziel ist ja, wir wollen ja der Bevölkerung etwas geben. Das heisst, wir wollen kein Geld verdienen. Mhm. Und gesagt, es muss auch immer eine Nullnummer geben, oder? Und das Geld investiert. Das soll man gerade wieder investieren. Darum haben wir jetzt vorher ein recht grosses Rahmen eigentlich. Mhm. Und wir merken das letzte Jahr, dass nicht so viele Leute kommen. Der Anklang ist da bei der Bevölkerung, weil wir kennen den Sport auch. Ist so, ist mir gleich gegangen übrigens. Darum erkläre ich dann nachher gerade mal schnell, was Hornussen ist, einmal was aus Wikipedia war. Ja. Weißt du wahrscheinlich mehr als ich. Ja, ich kann nur vorlesen. Ja. Aber dann kommt noch kommt der Präsident dann zum einen. Auf der einen Mannschaft. Er würde es mir vielleicht noch besser erklären können als Wikipedia. Dann verlasse ich mich lieber auf ihn, weil Wikipedia kann jeder mit schreiben. Genau. Nein. Dann ist das erste Mal wirklich, Sie kann ja von Bern haben. Ja, genau. Irgendwo da unten auf. Ja, dann grösst du. Ja, habe ich auch schon gesehen. Ja. Wo habe ich eigentlich da getroffen? Also, wo ist die Initiative gestartet? Am Schwimmfest, oder? Ja, eidgenössisch, genau. Ist das gesehen. Am Messhof in Basel. Haben wir das auf die Beine gestellt. Irgendwann in der Nacht. Das ist gut. Das ist die beste Idee. Ich sage nicht. Ja, aber das ist ja schon normal, wenn man am Morgen aufsteht, denkt man, was habe ich gemacht? Aber wir sind nein. aufgestanden und gesagt, so, jetzt. Ja, nein, wir sind aufgestanden und haben das eigentlich schon abgehöckelt. Und nach etwa 2-3 Minuten später läutet dann der an. Und hat gesagt, wissen Sie den Namen? Dann gesagt, ja, natürlich. Ja, sicher, klar. Ja, dann haben wir dann. Ich habe das vorbeigestellt. Ja, super, voll. Dann ist es super zum Zusammenarbeiten, oder? Ja, wirklich. Also jeder hat eine Infrastruktur schon in ihrem Sinn lokal und dann ist das auch da. Genau, und was geht aus dem Tor? Es wird nicht überrennt. Ja, super Sache. Ist gut. Mal du, danke vielmals fürs Gespräch. Und genau. Hast du vielleicht noch etwas sagen wollen zu unseren Zuseherinnen und Zuseher vom TV Rheintal? Ja, kannst du unbedingt schauen. Ja, genau, komm vorbei. Schauen wir mal, wie das funktioniert, wie das tut. Unbedingt. Und lernen selber und vielleicht begeistern neue Leute für einen Sport. Ich habe vergessen zu sagen, morgen ist übrigens ein zweiter Abschlag, wo jeder mal üben kann. Ah, cool. Jeder darf schlagen. Das ist natürlich so. Das haben wir letztes Jahr schon gemacht und da sind wirklich zwei Kolonnen angestanden und wir haben dann bis dunkel geworden. Ja. So lange müssen machen, bis alle durch sind. Darum haben wir jetzt eine Mannschaft mehr dieses Jahr, oder? Genau, und einen Tag früher, einen Tag mehr. Einen Tag mehr, richtig, genau. Genau. Ja, super Sache. Cool. Danke vielmals. Gibt es einen Fisch von dir zum Messer? Ja, wenn ich hätte. Das ist ein Hornus. Ja. Und der ist aus? Das ist Kunststoff, gell? Kunststoff, ja. Ja, 78 Gramm schwer. Ja. Und dann ist die Drehfelle oben an Nose und der Nose ist dann, hat der Drall gehabt, dort bohren bei dem Schutzschild. Mhm. Das Schutzschild ist ja eben als Schutz da, dass es nicht gerade auf die Leute fliegt. Genau. So wie ich das verstanden habe. Die, die hängen am Fangen, sind das ihre Sicherheit dort hin, oder? Genau, ja. Das ist nicht gerade geflogen kommt. Das ist schwierig, gell? Mhm. Wo alle neben drauf sind, bei einem normalen Spiel ist es eigentlich so, dass man zwei Umgänge, also zwei neue schlägt pro Umgang. Also dann wird der Hügli Markus schlägt an, schlägt zwei neue, die werden hier aufgeschrieben im Race. Dann geht sich die ganze Liste durch, dann wechselt das Team. Mhm. Und dann nachdem wird eigentlich wieder gewechselt, also da sind mehr im Reeshinger. Mhm. Nachdem wird wieder gewechselt, kann man wieder führen und dann wird eigentlich das dritte oder vierte geschlagen vom Hügel und der Rest. Und so gibt es nicht das Totale in der Reese hier. Mhm. Plus das Totale der Einzelschläger wird so zusammengezählt. Und ja, das Ziel dahinter ist eigentlich, können wir im Reese runterlassen. Das ist das A und O dahinter. Ja. Ja. So wird eigentlich der Sieg und Niederlage der Mannschaft wird so entschieden. Ja, so genau. Ist es eigentlich immer noch so, noch, dass man der anderen Mannschaft der Zwiere zahlen muss, wenn man verloren hat? Das ist am Anfang so. Ja, das war schon noch so gewesen, aber
Ja, jetzt ein Bier. Nein, das Bier habe ich gehört. Ja, ein Bier. Ja, eine Kiste Bier und so. Eine Kiste Bier. Wird ja, okay. Mach man ab oder Geldbeträge. Geldbeträge, ja. Hat man jetzt, ja. Halbe Million oder so. Nein, 100 meistens. Ich glaube, Anja. Ja, ist gut. Frosch im Ausgang war. Ja, ich habe es gehört, ja. Ja, genau. Dann sind wir am nächsten Morgen verwacht und haben eben gesehen, ja, dann hast du gleich wieder gerade gedacht, dass du es hast. Nein, sie sind auf mich zugekommen. Ich dachte, ja, super Sache. Ich habe erzählt, wie ich das Trainingslager mache. Ja, und hast du gedacht, du willst eigentlich noch eine schöne Gegend hier. Ja. Kann man auch kommen. Die haben dann gesagt, du, das machen wir hier. Ja. Ja, der Frosch wieder bei uns. Komm. Das hat super funktioniert, eben. Er ist nicht überrennt worden, oder? Ja, 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 ja. Du musst ja etwas machen auch, gell? Irgendwann machen wir einen Schwingfest-Konkurrent. Ja, wahrscheinlich dann. Ja. Ja, heute ist es eigentlich schon fast ein Hightech-Sport, oder? Ja. Weil die Materialien, die wir verwenden, die werden... Okay, ja, oder angefangen mit Hasenruten. Ja. Materialien, ja. Dann ist das auch mal so ein bisschen die Metallstecke gekommen. Lichtmetall. Die Jurahorn. So. Ja. Gut, das ist Kohlefasser, ja. Ja. Ist halt leicht spannend, gut. Hast du denn bei euch Hybrid hat es noch gegeben. Wie? Hybrid. Hybrid hat es auch noch gegeben. Ja. Das war eine Mischung zwischen Carbon. Ja! 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 Ich bin dabei, wenn ich fragen darf. Beim Hornussen? Ja. Oh. Über 20 Jahre. Ja, viel mehr. Ah, schon? 40. Was? 45 Jahre. Wahnsinn. Ja, 45. Wie ist dein Name eigentlich? Peter, ich bin der Martin. Ja. Freut mich. Also, wir sagen Pesche. Pesche? Ja. Danke sehr. Jetzt kennenlernen. Nein, 45 Jahre, ja. Aber das ist eben schön im Hornhaus, oder? Im Prinzip hast du kein Alter. Ja. Oder jetzt bei uns. Jetzt, der Älteste, der hier ist, war auch so 70 gewesen, oder? Und in der unteren Liga, da spielt der 16-Jährige mit dem 80-Jährigen, oder? Da gibt es irgendwie 80 sind, die haben aus dem Ding, oder? Das ist einfach schön in dem Sport eigentlich auch. Du hockst im gleichen, du spielst zusammen, machst den gleichen Sport und hockst dann, der Alte hockt dann mit dem Jungen am gleichen Tisch und sauft das Bier miteinander. Die Hand-Augen-Koordination muss dann einfach passen und... Das ist aber die genau. Ja, ich habe 10 oder 12 Jahre mit dem Vater in der ersten Liga geholfen. Also, ja. Wo kannst du das? Wo kannst du das in welcher Sportart? Das ist ja so, also im Fußball sicher nicht. Nein. Das ist schon schwierig. Aber trotzdem braucht es natürlich extreme Koordination. Kraft. Schnellkraft. Von ihnen ist einer, der Schlägerkönig ist. Er ist einmal in der ETH Zürich, bei Einstein. Also, ja. Ist er ausgemessen worden, oder? Ach schon? Ja. Ja, da haben sie ihm so die Ode angehängt überall. Genau. Es ist, haben sie auch die Geschwindigkeit vom Nuss gemessen. Ja, über 300. Gross Marco. Ja, ja. Siebenfacher Schweizer Meister und zwei Schläger können. Und wenn er fängst, hat er immer noch über 100 km genau. Pro Stunde. Genau, du bist trainiert, he? Mit dem Treffer, man sagt, man Treffer, das Holzteil. Mhm. Auf den Horn ausdrückt, das sind ungefähr 1,5 Tonnen. Wo? Mit 300 Gramm? Ja. Ja. Geil. Egal, ja. Was ist denn das für ein Holz eigentlich vorne dran? Das ist Buchenholz. Hart gepresst. Ja. 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 Hart Buchen, ja. Das ist Buchen. Wer ist auch in diesem Fall wieder? Jetzt so. Sehr gut. Wir schon im Hafen. Finden wir denn eigentlich noch alle Hornussen? Ja, jetzt hier nicht alle. Wegen dem Wind verlieren wir ein paar. Ja, gell? Ja. Dann dreht sie dann raus, weißt du? Ja, logisch. Ja. Je nach Windverhältnis halt, ja. Ist ja alles in einem schönen Grad von hinten kommt, dann fliegt sofort weiter. Genau, jetzt kommt aber ein bisschen von der Seite, glaube ich. Ja. So gespüre ich nachher. Schön drin, hä? Ja, es ist so.